Hi, mein Name ist Sebastian und in diesem Video heute will ich euch einen kurzen Überblick über die wesentlichen Funktionen von unserem OnePod Brewing 230 Volt 16 Ampere Power Controller geben. Der Controller verfügt an der Unterseite über den Ein-Ausschalter, die Buchsen für den Anschluss des Heizelements und der Pumpe sowie den Anschluss des PT100 Temperaturfühlers. Übrigens, wenn ihr hier diesen Fehler verbunden mit dem Piepton angezeigt bekommt, überprüft, ob der Fühler richtig eingesteckt ist. Der Fühler wird dann einfach hier im Kessel in die Tauchhülse eingeführt und misst dort dann ständig die aktuelle Temperatur im Kessel ab. Auch hier darauf achten, dass der Temperaturfühler immer komplett eingeschoben ist. Ansonsten kann es zu Abweichungen der Messwerte kommen. Im Augenblick wird auf dem Controller hier neben PV immer die aktuelle Temperatur angezeigt. Bei SV wird immer die gewünschte Solltemperatur angezeigt. Wenn wir nun also eine Zieltemperatur einstellen wollen, drücken wir einfach einmal den Pfeil nach oben. Dann sehen wir hier den Punkt an der Stelle blinken, an der wir nun die Änderung vornehmen können. Über das Navigieren mit den Pfeilen können wir auch direkt andere Stellenwerte ändern. Dann nur noch Set drücken und die gewünschte Temperatur ist eingestellt. Das Schöne an dem Controller, dass wir hier auch einfach in den Prozentmodus schalten können oder auch in den sogenannten manuellen Modus. In dem manuellen Modus lässt sich die Energie prozentual genau bestimmen, die an das Heizelement im Kessel weitergegeben wird. Stelle ich also 100% ein, wird auch 100%, also 3200 Watt an das Element konstant weitergegeben oder eben prozentual niedrigere Werte. Dazu halten wir einfach die AM-Taste gedrückt, bis hier das angedeutete A erscheint und bestätigen wieder mit Set. Um den Prozentwert zu ändern, ist die Vorgehensweise gleich wie eben auch. Wir drücken den Pfeil nach oben und ändern auf den gewünschten Wert und bestätigen mit Set. Über die Pumpentaste kann ich die Pumpe, die hier unten angeschlossen ist, entweder ein- oder auch wieder ausstellen. Bei Heat entsprechend genau das Gleiche. Wenn Heat ausgeschaltet ist, wird gar keine Energie an das Heizelement im Kessel weitergegeben, egal welcher Zielwert gerade eingestellt ist. Das ist insbesondere dann besonders hilfreich, wenn ich zum Beispiel gerade meinen Kühlkreislauf angestellt habe, also keine Energie an das Heizelement weitergeben will, aber trotzdem über den Controller noch die Temperatur ablesen möchte, die hier im Kessel gemessen wird, kann ich über den Heat-Button die Energie einfach komplett abschalten. Was ihr wahrscheinlich vor eurem ersten Brautag machen wollt, ist einmal den Auto-Tune-Modus durchlaufen zu lassen. Um das zu tun, empfehle ich den Kessel mit der Menge Wasser zu füllen, mit der ihr dann später auch brauen wollt. Bei einem regulären 20 Liter Sud werden das um die 28 bis 30 Liter sein, die also einmal in den Kessel einfüllen und das Wasser dann auch schon direkt erhitzen auf rund 60 Grad. Dann würde ich an meinem Controller eine Zieltemperatur von 65 Grad einstellen. 65 Grad ist eigentlich so eine ziemlich generische, durchschnittliche Maischtemperatur, Rasttemperatur und bietet sich deswegen entsprechend an, um die voreinzustellen. Außerdem würde ich während des Auto-Tune-Modus die Pumpe laufen lassen, um einfach das Rezirkulieren der Würze während des Maischeprozess zu rekonstruieren. Und natürlich müsst ihr auch euer Heizelement eingeschaltet haben. Um das Auto-Tune zu starten, drücken wir einmal die Set-Taste für rund 3 Sekunden und darüber kommen wir dann in das Untermenü. Da sehen wir dann zunächst IP für Input. Wir wollen aber die Output-Werte ändern, also drücken wir einmal Set und sehen OP für Output. Über AM kommen wir jetzt in dieses Menü und sehen, dass der Controller aktuell auf PID eingestellt ist. Also drücken wir einmal den Pfeil nach oben und sehen dann jetzt AT für Autotune. Das bestätigen wir einmal mit Set und jetzt sehen wir hier auf dem Display auch wie immer wieder AT aufblinkt.
Das PID-Setting ab Werk ist übrigens eigentlich so vollkommen gut eingestellt für die meisten Verwendungszwecke des Braucontrollers. Wenn ihr euer System und eure Anlage aber einmal komplett auf eure Bedürfnisse einstellen wollt, würde ich trotzdem empfehlen, den Autotune einmal vorher durchlaufen zu lassen. Dieser Autotune-Prozess dauert jetzt zwischen 5 Minuten und einer Stunde. In dieser Zeit heizt das Gerät im Grunde das Wasser immer über die Zieltemperatur hinaus auf und lässt dann auch entsprechend wieder abkühlen und macht das so lange, um sozusagen herauszufinden, wie viel Energie es braucht, um möglichst genau den Zielwert, der eingestellt ist, dann auch zu erreichen. Wenn er das dann einmal rausgefunden hat und gespeichert hat, geht er von AT automatisch wieder in den normalen Zielmodus und das erkennt ihr daran, dass es eben einfach aufhört zu blinken. So, da mein Controller jetzt hier schon richtig eingestellt ist, kann ich den Vorgang abbrechen. Dazu gehe ich einfach wieder in das Menü und schalte von AT auf PID zurück. Wo wir jetzt schon mal hier im Menü sind, R bedeutet Reset und über diesen Modus können die aktuell gespeicherten Werte wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Das kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn ihr mit den PID-Werten im Menü einfach ein bisschen ausprobiert habt oder einfach nicht zufrieden mit den Ergebnissen des letzten Autotunes seid, dann könnt ihr das darüber einmal wieder zurücksetzen. Ab Werk zeigt der Controller die Temperaturen übrigens in Grad Celsius an. Das könnt ihr auch ändern in Fahrenheit. Zum Beispiel dann, wenn ihr ein Rezept mit amerikanischen Werten habt und das nicht alles umrechnen wollt oder euch das aus irgendwelchen Gründen einfach leichter fällt, mit Fahrenheit zu arbeiten, könnt ihr das wie folgt ändern. Dazu gehen wir dann wieder mit Set in das Untermenü, scrollen dann, bis wir bei Unit, also bei Einheit, angekommen sind. Hier wählen wir das Menü dann wieder über AM aus und wählen dann einfach F für Fahrenheit aus und bestätigen das Ganze wieder mit Set. Der Indikator hier auf der rechten Seite zeigt euch immer an, welche Einheit gerade verwendet wird. Was man auch verwenden kann oder vielleicht auch möchte, ist der integrierte akustische Alarm. Der lässt sich auf eine bestimmte Temperatur einstellen und wenn diese Temperatur erreicht ist, hört ihr ein akustisches Signal, das euch dann, wenn ihr euch gerade im Nebenraum befindet zum Beispiel, dann einfach dann alarmieren kann, wenn zum Beispiel die Einmarschtemperatur erreicht ist. In meinem Beispiel will ich jetzt zum Beispiel alarmiert werden, wenn meine Einmarschtemperatur von 70 Grad erreicht ist. Dazu gehen wir dann wieder wie gehabt über Set in das Untermenü und diesmal wollen wir dann bis ALP scrollen und das mit AM auswählen. Erstmal stellen wir Note auch dazu auf 1 ein, damit schalten wir den akustischen Alarm überhaupt jetzt erstmal ein und dann setzen wir den High AL, also den oberen Wert des Alarms an. Das wird dann den Alarm auslösen, sobald wir diesen Wert überschreiten. Das bestätige ich jetzt wieder mit Z und natürlich nicht vergessen, das Heizelement jetzt wieder einzuschalten, damit das System auch bis dahin aufheizen kann. So, jetzt hören wir hier als Beispiel mal, wie dieser Alarm sich anhört und wie das Ganze aussieht. Und wenn wir jetzt Z drücken, dann hört dieser Alarm eben auch wieder auf. Wenn wir den Alarm jetzt komplett wieder deaktivieren wollen, dann gehen wir nochmal zurück in das Menü und stellen den Notwert auf 0 ein und damit werden dann keine Alarme in irgendeiner Form akustisch mehr ausgelöst. Das war auch schon der kurze Überblick über die wesentlichen Funktionen von unserem One-Pot Brewing Braucontroller. Diese ganzen Informationen habe ich auch zum Nachlesen schriftlich auf unserer Internetseite nochmal zusammengefasst. Die findet ihr über www.onepot-brewing.com. Schaut da einfach gerne mal rein, wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt oder schreibt uns auch jederzeit eine Nachricht mit euren Fragen oder Kommentaren dazu. Da werden wir dann natürlich auch drauf antworten. Oder schaut natürlich auch dort in unseren Webshop rein, wo unsere ganzen Produkte zu finden sind, unter anderem das komplette System, was wir hier anbieten. Und viel Spaß damit. Bis dann.
You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.